So, in diesem Video geht es um das Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen. Und dazu muss man erstmal erklären, was ist eigentlich eine alternierende Reihe. Gut, also was eine Reihe ist, ist klar. Eine Reihe ist ja so eine Summe, die so aussieht, k gleich 1 bis unendlich, der ak. Und die Frage ist immer, ob das konvergiert oder nicht. Ja, manchmal kann das eine Summe, eine ordentlichen Grenzwerte geben und manchmal eben nicht. Und solche Kriterien, wie zum Beispiel das Leibniz-Kriterium, was ich jetzt hier erklären möchte, sorgt dafür, dass man wenigstens weiß, ob das einen Grenzwert hat. Gut, erstmal, das ist so eine Reihe. Dann, was ist alternierend? Ja, alternierend sagt man, eine Reihe ist alternierend, falls Folgendes gilt. Also falls für alle k aus den natürlichen Zahlen gilt a2k größer gleich 0 und a2k minus 1 kleiner gleich 0. Oder für alle k aus den natürlichen Zahlen gilt a2k ist kleiner gleich 0 und a2k minus 1 größer gleich 0. Was damit gemeint ist, ist im Prinzip, also ganz grob gesprochen, die Vorzeichen wechseln immer. Ja, das ist eigentlich damit gemeint. Also das hier in diesem Fall würde es bedeuten, dass die geraden Summen immer einen positiven Wert haben und die ungeraden einen negativen Wert. Ja, was man noch mitnehmen möchte in dieser Definition von alternierend ist, dass so ein Summand auch mal 0 sein darf. Das ist nicht verboten. Ja, und damit man deswegen muss man das eben so definieren und gemeint ist damit aber eigentlich immer, das Vorzeichen wechselt immer. Gut, wie es mit dem Vorzeichen bei der 0 ist, ist immer so eine Sache. Also da haut es nicht so ganz hin. Deswegen, ja, das ist die formale Definition für alternierend. Gemeint ist damit fast eigentlich immer, das Vorzeichen wechselt. Okay, so, was ist das Kriterium? Ja, wie sieht das aus? Okay, das Leibniz-Kriterium sagt Folgendes. Sei eine Reihe Summe k gleich 1 bis unendlich der ak alternierend. Okay. Ja, und kommen noch, jetzt müssen noch einige Eigenschaften dazu kommen. Also ist die Folge, jetzt kommt es auf die Folge der Beträge an, also die Folge der Beträge der AK. Ja, ist diese Folge K aus den natürlichen Zahlen. Die muss zwei Eigenschaften haben. Zum einen muss sie monoton verhallend sein. Ja, und es muss gelten, der Grenzwert, Limes der AK, wenn k gegen unendlich geht, der muss existieren und der muss 0 sein. Das heißt, die Summanden müssen vom Betrag her gegen 0 gehen und das müssen sie nicht nur irgendwie machen, sondern sie müssen sogar monoton fallend gegen 0 gehen. Also, das heißt, das Vorzeichen muss man wechseln und wenn brav diese AK, also die Summanden, vom Betrag fallen und dann noch gegen 0 konvergieren, dann schlägt das Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen zu. Ja, dann sagt es nämlich, dann ist die Reihe konvergent. Ja, und das Coole an dem Leibniz-Kriterium ist, es sagt nicht nur, dass es konvergiert, sondern es sagt auch so ein bisschen mehr was über den Grenzwert aus. Ja, viele Kriterien wie das Wurzelkriterium oder Quotientenkriterium sagen ja nur, ob Konvergenz vorliegt oder nicht.
Das Leibniz-Kriterium gibt einem noch so ein bisschen Informationen über den Grenzwert, denn aus dem Beweis für dieses Leibniz-Kriterium folgt nämlich auch folgende Aussage: Ist an größer 0, also wer irgendein Index, so, wo der Summand eben halt positiv ist, ja, dann für diesen Fall gilt dann noch eine Ungleichung. Ja, es gilt dann, dass dieses eine Ungleichung für den Grenzwert k gleich 1 bis unendlich, der ak, ja, den kann man dann abschätzen, und zwar nach oben durch die Reihe, durch die endliche Summe k gleich 1 bis n, ja, der ak. Und nach unten hin kann man das auch abschätzen, nämlich das ist die Summe k gleich 1 bis n plus 1, der ak. Das heißt, wenn ich also eine Abschätzung haben will für meinen Grenzwert von so einer alternierenden Reihe, muss ich mir nur irgendeinen positiven Summanden nehmen. Irgendeinen. Ja? Und wenn dann habe ich mit dieser Summe, die bis zu diesem positiven Summanden läuft, eine Abschätzung nach oben. Und mit dem nächsten, wenn ich noch den nächsten Summanden hinzunehme, also heißt die Summe bis zum n plus ersten Summanden einschließlich, der dann ja negativ sein muss, der sorgt dann dafür, dass ich auch eine untere Grenze habe. Das heißt, ich kann meinen Grenzwert ziemlich gut approximieren. Und wenn ich mir mal überlege, was der Abstand zwischen diesen beiden ist, was ist der Abstand zwischen diesen beiden Grenzen? Der Abstand zwischen diesen beiden Grenzen ist nichts anderes als der Betrag von a n plus 1. Ja, weil das ja n plus 1 ist der Summand, der hier den Unterschied ausmacht. Und diese a n plus 1, ja, diese Beträge, die gehen ja gegen 0, und zwar monoton fallend. Ja, die sind monoton fallend und gehen gegen 0. Das heißt, ich kann mir dann jederzeit, also so, wenn ich den Grenzwert suche und ich habe einen bestimmten Fehler im Sinne, nach dem Motto, ich will das auf ein Zehntel genau approximieren, diesen Grenzwert, da muss ich nur so lange aufsummieren, bis an vom Betrage her ein Zehntel ist oder kleiner, und dann bin ich fertig. Dann habe ich eine Abschätzung, die höchstens den Fehler ein Zehntel hat. Ja, das ist so das Coole an dem Leibniz-Kriterium. Ja, machen wir also mal ein Beispiel. Ganz kleines, albernes Beispiel. Ja, das ist das klassische Summe k gleich 1 bis unendlich minus 1 in Klammern hoch k plus 1 geteilt durch k. Das ist die alternierende harmonische Reihe. Gut. Von der harmonischen Reihe, von der normalen harmonischen Reihe, wissen wir, dass sie nicht konvergiert. Ja, und diese alternierende harmonische Reihe, was ist mit der? Okay, sie alterniert, weil wir hier oben sehen, um minus 1 hoch k plus 1. Wenn wir so eine Konstruktion sehen, wissen wir, okay, das Vorzeichen wechselt immer. Und im Nenner steht hier einfach nur k. Okay, prüfen wir einfach die Eigenschaften. Erstens, als alterniert. Ja, also diese Reihe ist alternierend. Super. Ja, dann die Beträge der AK. Ja, was ist das? Der Betrag von AK ist jeweils aber nur 1 durch K. Ja, das ist natürlich monoton fallend. Klar. Und der Limes dieser AK. Der ist natürlich 0. Super, also sagt der gute Herr Leibniz, das konvergiert. Und wenn wir eine Abschätzung haben wollen, dann wissen wir zum Beispiel, dass die Summe k gleich 1 bis unendlich minus 1 hoch k plus 1 geteilt durch k kleiner gleich ist. Na, jetzt müssen wir einfach gucken, was ist der erste Summand? Das ist 1. Und der zweite Summand ist minus 1/2. Also, dann hätte ich hier schon mal eine Abschätzung. Das heißt, der Grenzwert ist zwischen insgesamt, glaube, wo ist mein Cursor geblieben? Da ist er. Hier ist das ist 1/2 und das ist 1. Das heißt, der Grenzwert von dieser Reihe ist irgendwo zwischen 1/2 und 1. Und wenn mir das nicht reicht, dann summe ich halt noch weiter. Dann mache ich hier minus 1/2 plus 1/3.
Und dann habe ich hier minus ein Drittel, bla plus ein Drittel, minus ein Viertel. Dann weiß ich schon genau, was hier der Wert ist. Ja, das war 5 Sechstel. Und das ist 7 Zwölftel. Da weiß ich also schon ein bisschen besser, wo der Grenzwert ist. Und wenn mir das nicht reicht, dann mache ich noch weiter. Ich weiß aber zum Beispiel, dass der Fehler höchstens ein Drittel ist. Ja, weil der letzte positive Summand ist hier ein Drittel gewesen. Ja, also das heißt, wenn ich sage, der Grenzwert ist 5 Sechstel mit einem Fehler von ein Drittel, bin ich auf der sicheren Seite. Ja, reicht mir das nicht, summe ich einfach weiter, bis der Summand klein genug ist. Okay, machen wir noch zwei andere Beispiele. Ja, Summe k gleich 1 bis unendlich, nehmen wir minus 1 in Klammern hoch k plus 1. Aha, sofort wieder alternierend. Und dann 3k. So, also alternierend ist das. Klar. Die Beträge der AK sind auch monoton fallend. Ist auch klar. Und die AK, die Beträge der AK gehen auch gegen 0. Auch das ist klar. Gut. So, das ist also nach, also erstmal kommen wir, geht das? Klar, dank Leibniz. Und es ist also ungefähr ein, jetzt einfach die Summanden aufsummieren. Und wenn ich mir jetzt vornehme, dass der Fehler klar gleich ein 30stel sein sollte, muss ich halt so lange aufsummieren, bis mein Summand, der letzte Summand, den ich da hier aufsummiere, eben halt ein 30stel ist oder kleiner, und dann kann ich aufhören. Ja, also muss ich hier hinschreiben, ein Drittel minus ein Sechstel plus ein Neuntel minus ein Zwölftel plus ein Fünfzehntel und so weiter. Und dann der letzte Summand ist dann irgendwann mal plus ein Dreißigstel. Und da weiß ich, juhu, wenn ich diese Zahl ausrechne, dann ist es der Grenzwert mit einem Fehler kleiner gleich ein Dreißigstel. Ja. Noch ein Beispiel, weil es so schön ist. Summe k gleich 1 bis unendlich minus 2 durch 3k hoch k. Ja. Auch da erkennen wir erstmal wieder, das ist alternierend. Die AK, die fallen monoton. Die Beträge der AK fallen monoton. Sieht man auch. Ziemlich leicht. Und dass die Beträge der AK gegen 0 gehen, das ist eigentlich auch sonnenklar. Ja, okay, das ist also ungefähr. Jetzt einfach nur, wenn ich wieder mir vornehme, ein 30stel, soll der Fehler sein, muss ich mir die ersten Summanden angucken, ne? Und einfach so lange aufsummieren, bis einer kommt, der kleiner gleich ein 30stel ist, vom Betrag her. So, der erste Summand ist minus 2 Drittel, der nächste Summand ist 4 36stel, das ist noch nicht kleiner ein 30stel, aber der nächste Summand ist schon minus 8 729stel, und das ist, naja, kann man leicht nachrechnen, eben halt vom Betrage her ein 30stel, also kleiner als ein 30stel. Also das heißt, diese Reihe hat einen Grenzwert, der ungefähr diesem hier entspricht, und der Fehler ist eben halt kleiner gleich ein 30stel. Ja, genauer gesagt, kleiner gleich 8 729stel. Okay, jetzt haben wir das. Kommen wir nochmal auf das Kriterium zurück. Da steht da drin, da stehen ja so ein paar Voraussetzungen drin. Ja, also das Leibniz-Kriterium sagt ja, also eine Reihe muss alternierend sein. Ja, sie muss die Folge der AK, die müssen monoton fallend sein, und der Grenzwert der AK muss gegen 0 gehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, braucht man all diese Voraussetzungen? Ne? Also man könnte sich zum Beispiel fragen, können wir das monoton fallend nicht irgendwie weglassen? Ist das wirklich essentiell? Oder muss dieser Grenzwert wirklich 0 sein? Ist das wirklich essentiell? Ja, diese Frage kann man sich mal stellen, und dann kann man sich mal ein paar Gegenbeispiele angucken. Ja, also was ist los, wenn die Monotonie fehlt? So, was ist da los? Ja, dann stimmt das nämlich nicht immer. Ja, da kann man sich Folgendes angucken. Wir wählen die A
n mal wie folgt. An gleich 2 durch k, falls n ungerade ist und sich als 2k minus 1 darstellen lässt. Und wir wählen das als minus 1 durch k, falls n gerade ist und sich als 2k darstellen lässt. So, was ist das für eine Reihe? Kann ich mal kurz aufschreiben. Diese Reihe der an, Vorsicht, an gleich 1 bis unendlich. Sieht so aus. Das ist 2 durch 1 minus 1 durch 1 plus 2 durch 2 minus 1 durch 2 plus 2 durch 3 minus 1 durch 3 plus 2 durch 4 minus 1 durch 4 und so weiter. So, und was man dann auch schnell merkt ist, das ist 1, das ist 1/2, das ist 1/3 und das ist 1/4. Also das heißt, das ist nichts anderes als eine verkappte harmonische Reihe, die ja divergiert. Ja, also diese Reihe erfüllt alle Eigenschaften von dem Leibniz-Kriterium alternierend und der Grenzwert dieser Summanden ist vom Betrage her 0, aber die Monotonie ist verletzt. Ja, wo ist die Monotonie verletzt? Die Monotonie ist hier verletzt. Der Betrag von 1/2 ist kleiner als der Betrag von 2/3. Da haben wir einmal die Verletzung der Monotonie, haben wir noch an mehreren Stellen, aber hier haben wir ein Beispiel dafür. Und deswegen ist das Leibniz-Kriterium hier nicht anwendbar. Und siehe da, wenn diese Eigenschaft fehlt, dann kann es auch schief gehen. So, also das geht schief. Monotonie muss sein, sonst wird es nichts. Oder sonst muss es nichts werden. Was ist, wenn diese Eigenschaft fehlt, wenn Limes n gegen unendlich an gleich 0, wenn das fehlt? Ja, da kann man sich auch ein Beispiel Gegenbeispiel konstruieren. Das sieht nicht viel anders aus. An gleich, doch ein bisschen anders sieht es aus, 1 plus 1 durch n, falls n gerade und minus 1 plus 1 durch n, falls n ungerade. Ja, dann ist klar, erstmal ist es alternierend. Ja, dann ist diese Reihe n gleich 1 bis unendlich der an alternierend. Okay. Und monoton fallend, wenn ich mir die Beträge angucke, ist das eigentlich auch, weil es ja immer 1 durch n, 1 plus 1 durch n ist. Ja? Und das fällt ja monoton. Ja, Problem ist, es fällt monoton, aber es fällt nicht gegen 0, sondern es fällt gegen 1. Ja, aber der Limes ist eben halt nicht 0 und deswegen haben wir Divergenz. Warum divergiert das? Ja, weil diese Summanden einfach nicht gegen 0 gehen und das muss immer sein bei einer Reihe, die konvergieren soll. Gut, das zu den alternierenden Reihen und dem Leibniz-Kriterium dafür.